Da werden wir ja einen runtergehen müssen dann. Aber geht auch schöner so. Ja, jetzt haben wir mal wieder kein Geld. Seltenheit. Wenn man ein bisschen aussieht, wird man am Ende hier fast auf Erdniveau sein, wenn wir hier oben weiterbauen. Ich weiß nicht, wie intelligent das jetzt im Endeffekt ist, aber ich hoffe, dass das was bringt, weil hier unten eigentlich vorne noch eine Strecke zu bauen, dass das Ganze dann vielleicht hier unten die Strecke entlasten wird. Naja, ich weiß es nicht so recht. Obwohl, ich könnte es eigentlich hier runterbauen. Ich das Ganze jetzt so mache, wenn ich mehr Geld habe. Ja, wenn ich mehr Geld habe. Ist das schon wieder Stau oder was ist los? Ja, das ist auch noch ein bisschen blöd hier. Ich denke mal, da werde ich auch noch ein zweites Gleis bauen müssen. Dass das hier in zwei Gleise weitergeht, genau wie hier. Dass sich das nicht so komisch splittet, sondern dass es einfach hier dann sich ja quasi zweiteilt. Ja. So viel so dazu. Und jetzt haben wir schon mal wieder kein Geld. Naja, es gibt noch ein paar Kinderkrankheiten. Hier sehe ich jetzt im Moment keine andere Lösung, als das so zu machen. Naja, gucken wir mal. Vielleicht habe ich ja eine Lösung dafür, das Problem. Das Verkehrsproblem. Ich werde eure Ratschläge auf jeden Fall dann beherzigen. So, das ist eine zweigleisige Strecke. Und die bauen wir jetzt erstmal fertig, bevor wir jetzt einen Zug von drauf fahren lassen. Naja, leider nehmen die Anwohner hier jetzt noch keine Waren an. Weil das Dörfchen halt noch ein bisschen zu klein dafür ist. Naja, trotzdem. Na. Ich hoffe mal. Ja, da sind sie aber am Bauen. Naja, müssen wir halt mal gucken, wie das jetzt am Ende aussieht. Gibt es schon größere Städte oder? Okay, das scheint das größte Moment zu sein. Größte Dörfchen.
die andere Seite können wir eigentlich dann noch einen großen Hauptbahnhof basteln, wenn die Stadt dann größer sein sollte irgendwann. Ja, ich hatte eigentlich vor, den Hauptbahnhof jetzt auf die Seite hier von dem Dörfchen zu bauen. In der Hoffnung, dass das Ganze dann in die Richtung wächst. Dass er am Ende schöner eingebettet ist in die Stadt. Werden wir einfach mal gucken müssen, wie das am Ende dann passiert. Ah, okay. Tut mir leid, dass ihr mal so lange warten müsst. Nur wie ich vorhin gesagt habe, ich nehme halt nicht so gerne Kredite auf. Die belasten halt im Endeffekt tierisch das Konto. Also kommt auch natürlich auf den Zinssatz, an. Hier sind jetzt, ich sag mal, nur 5%. Aber trotzdem, das bringt trotzdem ein Minus. Ja, macht mal einfach mal. Damit es mal für euch ein bisschen schneller geht, dass ihr euch nicht langweilt. Ich mache es ja immerhin auch teilweise für euch. Aber das heißt teilweise eigentlich für euch. Ich weiß jetzt nicht, wie wird das denn aussehen. Ja, das so toll aussieht. Ich bin mal nicht so, so schlüssig. So, da hätten wir schon die ersten beiden Gleise verlegt. So, aber ich denke mal, zwei Gleise sind ein bisschen wenig für einen Hauptbahnhof. Deswegen werde ich jetzt noch ein bisschen Land absenken. Oder so mal ein bisschen herum experimentieren. Vielleicht mal so mit so ein paar Höhenunterschieden bauen und sowas. Ja, ich weiß nicht, wie das aussieht.
Ne, komm, lass mal. Bevor es in die Hose geht. Lass mal das lieber. So. Ja. Klappt ja wunderbar. Was ich machen könnte, wäre den Bahnhof ein bisschen zu verkleinern. Ist das schwer zu treffen. Muss man sich echt konzentrieren für. Also da steige ich jetzt nicht ganz hinter, wieso das jetzt plötzlich zu groß ist. Aber da kommt mir gerade noch eine Idee. Ich weiß nicht. Ich habe das bisher jetzt immer in den anderen Szenarios gemacht, wo ich Hauptbahnhöfe bauen wollte. Da hatte ich das immer so gemacht, halt Gleis 1, Gleis 2 und hatte ich das halt so aufgeteilt. Und ich zeige euch mal eben kurz, wie ich das meine. Also sagen wir, ja, Moment. So, sagen wir, das hier ist jetzt Station, das sind Bahnsteig 3 und 4. Das hier ist 1 und 2. Und dann werden hier unterschiedlich benannt. So. Ich hoffe, 4 Gleise reichen erstmal. Können wir das Land hier wieder anheben. Dann mal gucken. So, dann können wir jetzt hier eigentlich das ist jetzt ein bisschen blöd, dass er nicht geht. Hatte ich mir jetzt eigentlich anders vorgestellt. Doof. Ah, egal, lass mal halt mit dem Dach. Was wir machen könnten, wäre hier mal einen schicken Wasserturm hinzuzaubern. So. Und dann hier die Bahnhöfe zu benennen jeweils.